Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Age of Mythology. Ja, ich habe euch das letzte Mal in einem fiesen Cliffhanger zurückgelassen. Wir sind ja im Norden mittlerweile angekommen. Hatten da die erste Mission gemacht. Und irgendwer hat uns dabei beobachtet und dann war ja Schluss in der Endszene von der Mission 22. Deswegen werden wir jetzt gleich in Mission 23 loslegen, die Zwergenspiele. Und der Name ist Programm. Also starten wir mal. Was denkst du, Eitri? Wir haben keine Zeit mehr. Was bleibt uns anderes übrig? Was sie wohl wollen? Was habt ihr kleinen Männer hier zu suchen? Oh, eure Hilfe! Wir brauchen eure Hilfe! Dann kommt aus dem Schatten hervor und sprecht mit uns. Unsere Schmiede wurde von Riesen überfallen. Wir brauchen eure Armee, um sie zu vertreiben. Entschuldigt, aber im Augenblick haben wir keine Zeit, euch zu helfen. Warte, Midgard ist von eurer Schmiede aus erreichbar? Natürlich, unsere Schmiede liegt tief unter den Bergen und unsere Minen ziehen sich den ganzen Weg hindurch. Ihr helft uns also? Wenn ihr uns nach Midgard bringt. Ausgezeichnet! Kommt, der Eingang zur Mine ist in dieser Richtung. Jo. Damit haben wir unsere neuen Helden, jedenfalls für diese Mission, nämlich Brock und Eitri. Zwei Zwergenhelden. Steht sogar da, Zwergenheld. Brauchen sogar nur ein Bevölkerungslimit im Gegensatz zu unseren anderen Helden. Sind allerdings noch nicht ganz so stark. Übrigens lustig, wie Amandra hier im eisigen Norden noch in ihrem Wüstenoutfit rumrennt. Nebenbei, was ich mal kurz zeigen kann, wenn wir schon dabei sind. Bei jedem Held steht auch das Alter und gerade Brock ist 218 Jahre alt. Eitri ist 99. Die sind damit beide älter als alle anderen. Zum Beispiel Ajax ist nur 34, Akathos müsste der älteste von ihnen sein. Naja, mit 44. Russische. Oder Chiron. Na gut, 82. Ist er fast so alt wie Eitri. Und Amandra ist 32. Jupp. Okay, wir nehmen mal unsere Helden. Nein, nur unsere Helden. Eine Siedlung. Wir können unseren Stützpunkt in dieser Gegend errichten. So, erstmal den Riesen loswerden. Ach, diese hässlichen Dinger werfen mit Felsen. Jo. Dafür sind Trolle ja bekannt, so. Dann können wir mal unsere Jungs hier hinterherziehen. Tilbuin. Samsicht. Satt. Und unsere Dorfbewohner. Russische. Und können Amandra und Chiron benutzen, um das Umfeld auszukundschaften nach Ressourcen. Und weiteren Minenzugängen. Beziehungsweise nach Minenzugängen allgemein. Einer ist nämlich schon mal gleich hier oben. Genau, wir müssen die Zwergenschmiede hier erreichen und zurückerobern. So, als erstes einen Ochsenkarren und ein paar Zwerge ausbilden. Und am besten ein paar Hütten bauen. So, drei Stück müssen reichen, weil mehr Holz haben wir nicht. Ah, hier wären schon mal Bären, die wir sammeln könnten. Und noch eine Siedlung. So, den Riesen kriegen die zwei auch alleine tot. Dann können wir schon mal hier 5 weitere Dorfbewohner ausbilden. Und am besten noch einen Ochsenkarren, wenn wir genug Holz hätten. So, Eitri und Brock haben den Vorteil, dass sie nicht nur Helden sind, sondern auch Arbeiter.
Das heißt, ich kann sie in Ruhe sammeln schicken. Hier erstmal der mittlere Goldmine in der Nähe des Dorfzentrums. So, hier ist jede Menge Holz. Der Zugang ist blockiert. Naja, ist auch nicht so schlimm. Hier wären noch mehr Beerenbüsche. Tilbuin? Gibt's hier Wild, das wir jagen könnten? Ja, ein bisschen gibt's. Deswegen erforsche ich erstmal das hier. Also verbessere unsere Jagd, weil gerade als nordisches Volk ist das Jagen ein bisschen vorteilhafter. So, dir beide, hier guckt euch mal hier unten um. So. Wir haben noch einen Zwerg. Und wir haben ein paar Holzfäller. Gleich. Also ja, bis jetzt haben wir zwei Zugänge in die Mine gefunden. Wobei eben zu beachten ist, dass jeder Durchgang... Oh, hier, wer Fisch. Das heißt, wir könnten da den Hafen bauen. Und wir müssen die beiden Zugänge absichern. Jedenfalls bis jetzt, solange der hier noch nicht aufgebrochen wurde. Skipan? Oh. Skipan. Dann klopft euch erstmal mit denen hier. Man sieht, Brock und Aitri sind nicht ganz so gut darin, sich zu kloppen. So, aber alle anderen Helden. Das heißt, ihr sichert den Zugang und ihr beide, sobald ihr hier fertig mit Kundschaften seid, sichert den anderen Zugang. Vor allem, dass uns keine Fenriswölfe mehr auf die Nerven gehen, erstmal. So. Das Holz, was wir haben, nutzen wir für einen Hafen erstmal, dass wir auch schneller an Nahrung kommen. Dann erhöhe ich mal die Anzahl unserer Holzfäller. Nahrungssammler brauchen wir nämlich erstmal nicht so viele wie Holzfäller. Naja, bei uns alles ein bisschen auf Holzbasis läuft. Erstmal zwei, ich sehe ja nur ein bisschen Fisch hier. So, dann brauchen wir dringend eine Kaserne, dass wir ein paar Hersen ausbilden können, die uns gegen die Trolle und Riesen helfen. So, was sagt das? Das sagt, wir können hier noch die Jagdkunde erforschen. Und den besseren Holzabbau vor allem. Wo habe ich noch Bären gefunden? Da oben. Das ist dicht, aber das werde ich dann wahrscheinlich noch mehr dicht machen, sobald ich es kann. So, erst einmal ein Langhaus bauen und dort ein paar Hersen drin ausbilden. Waldbrand, was auch immer der uns bringen soll hier auf der Map. Außer hier hinter ist was verborgen. Aber warum sich die Mühe machen, da durchzuhacken? Du kannst übrigens auch wieder an die Arbeit gehen. Okay, erstmal die Infanterie erweitern und dann mal 6 Hersen ausbilden. Das kann eine Weile dauern. Deswegen bauen wir gleich unser zweites Langhaus daneben. Wir müssen hier und hier sollten wir dicht machen oder wenigstens Abwehrtürme hinbauen. Oder wenigstens an einer Stelle Abwehrtürme hinbauen und eine Mauer. Aber erstmal will ich auf Nummer sicher gehen, dass hier hinten nichts durchkommt. Deswegen baue ich hier eine Abwehrmauer und einen Turm erstmal auf.
Tilbuin. Okay, wir brauchen noch mehr Häuser. Ja. Und ja, der Zugang ist irgendwie jetzt aufgegangen. Also werden wir ihn absichern. So. Erstmal verbessern. Und dann mit dem Gold, was wir haben, zwei Abwehrtürme bauen. Skipan. Sat. Ja. Und noch mehr Häuser. Skipan. So. Goldabbau verbessern wäre noch eine Idee, sobald wir genug Holz haben. Was jetzt der Fall ist. Und ja, das hier kostet wieder Holz zum Upgraden, aber wir haben schon mal den Zugang hier gesichert. Ja. Wenigstens einigermaßen. Ne, wir warten erstmal auf genug Holz für das eine Upgrade. Und holen uns mal. So, Hersen, die helfen können. Damit Akanthos und Ajax das da nicht alleine machen müssen. So, haut mal den Fenriswolf platt. Gut, das haben die schon mal geschafft. Dann noch mal ein paar Hersen hinterher. So. Und ein paar Hersen nach hier. Und das Upgrade. So. Nahrung geht uns da gleich aus. Mehr Gebäudesichtweite wäre auch schon mal nicht schlecht. So, das heißt, ich kann mit dem hier jetzt wandern gehen. Wobei hier ziemlich viel Holz ist. Da habe ich 4. Also mache ich hier mal 5 draus. Ich könnte Zwergenschmiede bauen. Die hilft schon mal auch ungemein. Die schicke ich schon mal zum Fischern. Du kannst kurz mal hier erkunden. Hier ist garantiert auch eine Einfahrt in die Mine. Tatsache. Aber da ist auch ein böser Aal. Okay. Ich hoffe mal, der verfolgt uns nicht nach draußen. Naja, der ist so nett und tut es nicht. Gut. So. Ihr müsst weiter holzen. Also geht ihr mal darüber. Du nach da. Dann holzen wir hier ab. Und ihr müsst hier Nahrung sammeln. Also schicken wir dich mal nach hier. So. So, die Zwergenschmiede wäre auch fertig. Bringt uns allerdings im Augenblick noch nicht so viel. Wir könnten Zinn verbessern. Bringt uns allerdings im Augenblick auch nichts. Wir müssen erstmal auf bessere Ressourcenversorgung gehen. Und dann können wir ins nächste Zeitalter mal voranschreiten. Und endlich den Fenriswolf loswerden. So, dankeschön. Ich würde sagen, wir machen den Zugang hier zu. Und die Riesen erreichen das heroische Zeitalter. Ja. Nein, ihr sollt nicht den hier schauen. Das hat für euch keiner verlangt. Oh. Okay, dann können wir die Hirsche hier nicht mehr so leicht jagen.
Wenn wir sie ausgrenzen. Nein, ihr zwei nicht. Ihr sollt weiter Gold abbauen. Das heißt, ihr begebt euch mal etwas rein in die Mine. Hier ist ein kleines Lager, wie putzig. Und ich habe einen meiner Leute da eingebaut. Kein Problem, wir können die Mauer eh wieder einreißen. Und bauen sie dann irgendwie anders wieder auf. Werden wir ja sehen.